Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Bus Driver Simulator 18. Ja, jetzt machen wir die nächste Route an der Sowetskaja Straße entlang. Keine Ahnung, mit welchem Bus wir fahren, werden wir ja sehen. Eine ringförmige Route mit Haltestellen an Einkaufszentren und Schulen. Ja, 1000 Münzen sollen wir da einnehmen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wie gesagt, ist ja immer eine Wundertüte. So, mal sehen, was denn morgen für eine Folge kommt. Ob morgen auch eine Busdriver-Folge kommt oder vielleicht kommt wieder Sniper-Elite. Muss ich mal ja mal langsam abschließen. Und wenn beide Spiele dann immer irgendwann fertig sind, soweit, hier wird es ja noch entwickelt und so, das könnte dann irgendwann ja neue Folgen kommen. Escape the Pacific wollte ich ja noch machen und dann halt Formel 1 Season 2, dann kommt noch Far Cry 5, also da kommt noch demnächst einiges. Oh, nachts wieder. Wir haben wieder den Bus, okay. Muss mal die Türen checken. Wir haben eh noch Zeit, glaube ich. Oh, war das schon immer da drin, diese Karte? Wenn, ist mir sie nie aufgefallen. Ich glaube, ich habe hier noch gar nicht so richtig geguckt oder so, ne? Naja. 20 Uhr bis 20 Uhr 2 haben wir da Zeit. Beim nächsten dann schon 20 Uhr 5 und dann 20 Uhr 7. Oh, fahren wir mal langsam. Kannst du raus. Ja, Bushaltestelle, Schule Number 7, Bushaltestelle. Ja, ist ein bisschen doof, dass es Bushaltestelle heißt. Nein. Aber ich kann jetzt ganz gemütlich erstmal fahren. Linker kann ich sogar auf rechts anlassen. Das kennen wir ja schon so ein bisschen hier. Ah, wir müssen irgendwann wieder hier hin, das sieht man schon. Hier, ne? Ja, später. Ah, das klappt ja alles. Da müssen wir lang, okay. Rüber hier. Ja, lässt. Doch, okay, danke. Ist er noch bei Rot gefahren? Nee. Fast, ne? RKC, dann auch bald Schule Number 1. Ja, so nenne ich das jetzt mal. 5 nach, okay. Also geht auch 4 nach, also wir haben noch Zeit. Schöner Spielplatz da links oben. Manche Sachen sehen ja gar nicht so verkehrt aus, aber naja. Lahmarsch vor uns. Bis sie einmal anfahren, naja. Abends, so eine Abendroute ist immer schön gemütlich, ne? Hat was Chilliges. Eigentlich ist das Spiel ja auch entspannt und das ist gemütlich und es macht auch tatsächlich Spaß. Und nicht nur ein bisschen. Das ist schon ganz okay. Wenn die Bugs weniger werden,
die Features mehr, die Routen mehr, die Busse mehr, man vielleicht auch selber abkassieren kann und sowas. Die Animation besser, also es ist auf dem richtigen Weg, glaube ich. Wenn die Entwickler dann gut dahinter sind, dann wäre das noch was. Was mit dem besoffenen Kollegen, da will er auch rein. Tatsächlich. Also die laufen manchmal so gut. Ja, ist jetzt ganz geschillt. So, dann zur Bank um 7 nach. Findet ihr besser die Innenansicht oder besser die Außenansicht? Ich gucke hier gerne natürlich auf die Zeiten, aber außen, manchmal traue ich der KI nicht. Sonst würde ich hier innen fahren, also sonst ist hier innen gar nicht so verkehrt. Und da ist schon die Haltestelle, wir sind aber ein bisschen zu früh. Da ich nicht will, dass der meckert, muss ich leider noch ein bisschen Zeit schinden und wieder und noch ein Stück hier stehen bleiben. Es tut mir leider leid. Das ist immer so ein bisschen blöd. Ist man halt ein bisschen zu früh, Mann. Mein Gott. Leider ist nur eine Minute Kulanzzeit. Aber ich habe keinen Bock, dass mir wieder zu viel abgezogen wird. Und dann kommt irgendwann noch so ein plötzlicher Unfall und dann stehst du wieder da und hast die Route wieder nicht geschafft. Aber gleich kann ich aufmachen. Dieses Geräusch ist auch immer komisch. Beschweren sich ja auch nicht, dass sie hier so blöd rumstehen. Die sind halt so programmiert. Aber irgendwann. Ja, man muss es noch ein bisschen. Es müsste immer so eine Zeit geben, von bis so. Bei jeder Haltestelle. Dann muss das hier vorne eben noch ein bisschen größer sein, dieses Display da. Da hat sich wohl einmal wieder verfahren oder keine Ahnung. Ich mach so mitten in der Mitte, dann kann auch keiner kommen. Wenn dann hier diese Haltestelle ist, dann ist das aber gut berechnet, glaube ich. Aber 8 nach, 9 nach, 10 nach, Number 17, da. Das kann jetzt ja nicht viel länger dauern. Eben hat es 2 Minuten gedauert und war sehr schnell. Das heißt, die Haltestelle müsste nach der Ampel da mindestens kommen, eigentlich. Gehe ich mal stark von aus. Sonst finde ich das komisch. Hinten ist sie, glaube ich, auch. Wie weit dran stand ich? Na, das geht noch. Da macht keinen Blödsinn da, Kollegen. Da sind wir eher nicht zu früh, da sind wir nur, in Anführungsstrichen, pünktlich. Hier noch halt noch eine Ampel ist. Oder war. Oder muss aber immer. Ich guck mal. Der Bus ist auch immer schnell voll. Es kommen immer sehr viele Fahrgäste, ne? Der eine da ist ein bisschen. Banken und Schulen, ja, so hieß das ja. Vorbei. Linie 5 sind wir übrigens. Ja,
War nicht ein Vorfahrtsschild? Das sah so aus wie ein Vorfahrtsschild für eine Kurve? Keine Ahnung. Weiß nicht. So, Telekommunikationszentrum um 9 nach. Okay. Müsste aber da vorne sein. Habe ich das Timing ein bisschen im Kopf, also so ein bisschen im Gefühl. Ne? Da passt der ja dann noch rein. Ja. Da können sich sogar noch alle hinsetzen. Okay, die nächste Schule. 10 nach. Das ist aber jetzt komisch knapp berechnet. Fühle dich so lange rum wieder? Eigentlich nicht. Ist halt noch rot hier. Erfahren. Es hält halt auf. Fahr noch langsam. Hinten ist erst die Haltestelle. Mensch. Oh, was machen die Bremsen einfach da? Das kann doch nicht sein. So hast du. So, bist erst früh, musst in einer Haltestelle da irgendwo ein bisschen warten. Jetzt bist du schon fast zu spät. Das kann nicht sein. Da müssen wir schon 11 noch sein, bei den nächsten. Toll. Erst will er fahren, dann will er nicht fahren, dann will er doch fahren. Und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt zu spät. Meckert er nicht? Meckert er noch im Anschluss? Ich weiß es nicht. Oh. 13 nach bei den Gärten. Und dann auf Nachfrage wieder. Lala. War ich schon wieder ein bisschen harakiri hier. Weiß ich nicht. Auf Nachfrage.
blinkst du da, du Idiot? Na gut, jetzt. Okay, war eben. War so ein bisschen nur noch rechts. Nächste Haltestelle, okay. Meine Güte, ey, die fahren hier mit 20 Sachen rum, ey. Die KI ist mir allzu langsam. Ich steige immer noch viele ein, aus. Alle rein, okay. Ja, guck, der rockt schon durch den Bus, okay. Was auch immer die da angeht. Ah, okay. Ist bald, vorbei hier. Aber es ist leider rote Ampel. Ich will lieber hinter der Ampel stehen, also sonst nachher meckert er. Aber schön, schöner Sonnenuntergang da. 16, 17 und 19. Okay. Ja, und die Route passt auch wieder perfekt in eine Folge. Alles gut. Das habe ich immer ganz gern, wenn es passt. Na, wir haben noch nicht dieses komische Geräusch gehört. So, zum ersten Mal bei einer Route, aber ich will es nicht verschreien. Herr, passt doch noch. 1000 müssen wir, glaube ich, verdienen. Das sieht natürlich wieder gut aus. Einmal waren wir eigentlich einen Tick zu spät. Über eine Minute drüber, aber er hat gar nicht gemeckert. Bisschen eng jetzt. 17 nach haben wir jetzt schon ungefähr. Die fahren da wieder so langsam. Hilft eh nichts. Ach Mensch. Was soll ich denn machen? Ich kann schnell fahren, aber die tun es nicht. So ein bisschen bekloppt fahren, richtig bekloppt. Weil die kommen ja nicht in die Hufen. Zum Glück hat er nicht gemeckert, wegen einer Gegenfahrbahn oder so zu fahren. Da hätte ich mich auch nicht gewundert. Ja, ey. Hab wieder Zeit rausgeholt. Hier muss man auch nicht ganz dicht dran, wenn die Kurve halt so blöd ist. Ja, sogar noch ein bisschen früher. Fast 2000 haben wir eingeholt. Müssen wir easy geschafft haben. Yeah.
gut abgeschlossen. Du warst erfolgreich und hast genügend Geld gesammelt. Ja, hab's mir gedacht. Alles klar. Das war diese Folge. Busdriver Simulator 18. Und da kommt die nächste Route. Das ist dann schon Route Nummer 7. Guck mal hier. Diesmal da steht das. Hier steht das, ne? Und hier. Ah, da steht sogar Zentalen. Und da steht auch Zentalen, okay. Das ist ein bisschen komisch. Fahren Sie von dem Bahnhof los, an welchem gerade ein Zug angehalten hat, und folgen Sie der Sowetskaja Straße zur Misching-Passage. Gehen Sie danach zum Leninplatz. Der Bus bereitet weitere Passagiere, mit welchen Sie zurück in die Vierseu-Straße fahren. Und 1500 müssen wir einnehmen. Ja, müssen wir ein bisschen fixen hier, ne? Aber wird auch entwickelt, 1.6. Ja, gut. Alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht kommt morgen Sniper Elite 3 oder vielleicht kommt auch hier wieder eine Busfolge. Ich weiß es noch nicht so genau. Auf jeden Fall sehen wir uns wieder auf dem Channel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüssi.